Ja, herzlich willkommen zurück auf Bühne 4. In diesem Blog geht es ausschließlich um Lismap, um den Lismap Web Client. Der Lismap Web Client hat sich in den letzten Jahren als eine Alternative angeboten zum QGIS Web Client. Und zuerst starten wir damit, wie man diesen Client erst überhaupt installiert. Das erklärt uns jetzt Günter Wagner. Ja, Volker, vielen Dank. Ich begrüße hier alle Teilnehmer. Ich persönlich sehe auf dem Bild jetzt nicht meinen Vortrag. Ich hoffe, ihr seht ihn. Vielleicht könnt ihr mal ein kurzes Feedback geben. Ja, der ist zu sehen. Ah, okay, dann sehe ich das ja noch nicht. Ja, dann also nochmal herzlich willkommen. Mein Vortrag, wie gesagt, richtet sich jetzt zuerst mal darum, wie man Lismap installiert und dann, wie man es anwendet. Ja, im Einzelnen werde ich eine kurze Vorstellung meiner Person geben. Dann werde ich was sagen, eher laienhaft, wie man denn von einer Adresszeile im Browser zum WebGIS-Projekt kommt. Anschließend die Voraussetzungen auf dem Server nennen, damit wir das Lismap installieren und nutzen können. Dann werden wir den Lismap-Client auf dem Server installieren. Anschließend im Administrationsinterface im Browser, also grundlegende Einstellungen treffen. Dann ein QGIS-Projekt anlegen und dort die Einstellung für den QGIS-Server vornehmen. Und ebenso im Lismap-Plugin die Einstellungen vornehmen. Und wenn das alles fertig ist, werden wir die Dateien auf den Server übertragen und hoffentlich unser WebGIS-Projekt sehen. Kurz zu meiner Person. Ich betreue mittlerweile seit über 25 Jahren Gemeinden im Bereich des Geodatenmanagements, GIS, WebGIS. Bin seit 2011 selbstständig mit eigenem Büro. Inklusive einem Subdomain-Namen, das ist jetzt hier Foskis für dieses Beispiel. Bei meinem Webhoster definiere ich diesen Namen und verweise dann auf eine Rechneradresse, eine sogenannte IP-Adresse. Die sehen wir hier unten. Auf dem Server, der jetzt hier angesprochen wird, läuft ein Webserver. Das ist ein Tool, ein Programm, was diese Anforderung annimmt, erkennt und in ein bestimmtes Datenverzeichnis weiterleitet. Und auf diesen Daten, in diesem Datenverzeichnis gibt es dann ausführbares Programm, in dem Fall hier eine Index.php, die halt die Anwendung für den Webclient startet. Was benötigen wir jetzt dazu auf dem Server? Also zum einen brauchen wir natürlich überhaupt erstmal einen Server. Diese laufen meist unter Linux oder Windows. Ich habe ein Linux-Derivat im Einsatz, das ist Ubuntu. Auf diesen Server brauchen wir denn einen Webserver. Da gibt es auch verschiedene Varianten. Ich arbeite mit dem Apache-Webserver. Dann brauchen wir dringend natürlich den QGIS-Server. Dabei sollte die Version vom QGIS-Server der Desktop-Version entsprechen. Und sie sollte auch kompatibel sein zur Lismap-Version. Welche Versionen dort gut miteinander harmonieren, ist hier verlinkt. Da gibt es eine Infoseite. Ferner braucht man meistens noch einen PostgreSQL-Server für die Datenhaltung. Aber die Daten können natürlich auch von einem anderen Server geholt werden, beziehungsweise aus anderen Datenquellen. Allerdings kann Lismap auch diesen PostgreSQL-Server für eigene Daten verwenden, zum Beispiel für Protokolle, die standardmäßig ansonsten in SQLite-Datenbanken gespeichert werden. Zur Installation des Lismap-Clients gibt es eine sehr schöne ausführliche Dokumentation. Die zeige ich mal kurz. Ich hoffe, das sieht man jetzt auch.
Anhand von der habe ich auch diesen Testserver installiert und auch die Ausschnitte aus den Folien sind auch daraus entnommen. Bevor man aber mit der eigentlichen Installation von dem LISTENAP-Client anfängt, ist es zwingend notwendig, dass der Kugelserver wirklich sauber läuft. Das kann man ja einfach überprüfen. Bei uns ist es der Fall. Er läuft, er gibt seine Rückmeldung. Das heißt, alles gut. Dann sind noch ein paar Einstellungen vorzunehmen zum Gebietsschema, zur Komprimierung, was die Apache-Einstellungen angeht. Auch für den Kugelserver gibt es noch ein paar Optimierungen. Ferner muss man, wie gesagt, einstellen, ob LISMAP selbst auch die PostgreSQL-Datenbank verwendet oder standardmäßig die SQLite. Und die eigentliche Installation, was jetzt Ubuntu in meinem Fall noch braucht für den LISMAP, die beschränkt sich eigentlich auf eine Handvoll PHP-Paketen, die hier in diesen drei Zeilen dargestellt sind. Das ist ein Befehl, wenn der ausgeführt wird, werden die entsprechenden Pakete installiert. Dann fehlt uns eigentlich nur noch die eigentliche Installation vom LISMAP-Client. Die kann auf verschiedenen Wegen geschehen. Ich mache es ganz einfach per ZIP-File. Man kann aber auch die GitHub-Quelle einbinden oder das Ganze gibt es auch als Docker-Image. Wenn man es mit der ZIP-Datei macht, wie wir jetzt, muss man die Datei natürlich herunterladen von dieser Quelle, die ich hier verlinkt habe. Man muss einige Rechte setzen lassen über Skriptdateien. Man führt eine Installer-PHP-Datei aus. Zum Abschluss setzt man noch ein paar Rechte. Und wenn das alles funktioniert hat, sieht man auch schon was im Browser. Das schauen wir uns jetzt mal an. Und zwar, indem wir mal auf unseren Server gehen. So, das ist der Testserver. Wir befinden uns hier, wie gesagt, auf dem Ubuntu-Server. Und da war www. Da gibt es im Moment nur das Standard-HTML-Directory und die ZIP-Datei mit dem Client, mit den Dateien für den Client, die ich heruntergeladen habe. Die entpacken wir jetzt als erstes mal. So. Und dann benennen wir sie noch etwas sinnvoller um. Nennen Sie mal lm-foskis. So. Dann sieht das so aus. Als nächstes müssen wir jetzt, wie gesagt, ein paar Rechte setzen, den Installer ausführen. Das Ganze habe ich hier mal vorbereitet mit diesem Befehlsblock. Den kopieren wir einfach und führen ihn hier aus. Und man sieht, die Installation ist durchgelaufen. Dann legen wir gleich noch ein Verzeichnis an, wo unser Kugis-Projekt nachher reinkommt. Da sage ich dann noch was zu. Und damit sind wir auch serverseitig eigentlich schon fertig. Wie gesagt, mit dieser Standardinstallation ohne größere weitere Anpassungen. Jetzt schauen wir mal, ob... Moment, ich hatte hier beim Chrome. Ob das auch läuft. Ja, so sieht der Standard aus. Wenn, nach der Installation, wir melden uns jetzt hier mal an. Standardmäßig gibt es den Benutzer Admin. Passwort ist auch Admin. Nach der Installation. Wir gehen in die Administration hier oben rein. Jetzt kommt gleich der Hinweis, dass wir doch bitte als erstes das Passwort ändern sollen. Das machen wir auch mal. Wir gehen hier links unter Benutzer. Hier ist der Admin-Benutzer.
sagen Anzeigen und unten gibt es ein Passwort des Nutzers ändern. So, das ändern wir. Okay, dann bleiben wir hier unten bei den Nutzern gleich mal und legen einen neuen Benutzer Foskis an. Der soll dann ein bisschen mehr können, wie der Betrachter, der ohne Anmeldung das LabGIS-Projekt später betrachtet. Benutzer gehören immer einer Benutzergruppe an. Das heißt, zuerst legen wir jetzt eine Gruppe an. Die nennen wir Foskis. Einmal eine Beschriftung, die könnte auch anders lauten. Hier definiert man die Standardgruppen, denen denn neue Benutzer zugeordnet werden. Also wir richten jetzt hier einen neuen Benutzer an. Der heißt auch Foskis. Hier müssen wir ihn anlegen. Foskis, der braucht zwingend eine E-Mail-Adresse. Und natürlich ein Passwort. So. Der Benutzer wurde angelegt. Ich bin jetzt etwas verwirrt, weil ich auf meinem anderen Rechner eigentlich auch meine Präsentation erwarte und da steht, dass die Konferenz deswegen offline ist. Ich gucke deswegen hier mal nach, ob hier, hier sieht es gut aus. Okay. Den Benutzer haben wir angelegt. Kurz zu den weiteren Einstellungsmöglichkeiten hier. Wir haben also grundlegende Konfigurationsmöglichkeiten, die im Normalfall bei mir eigentlich nicht geändert werden müssen. Höchstens hier der Anwender, Anwendungsname, den könnten wir ändern. Da könnten wir sagen, das soll jetzt Demo Foskis heißen. Es gibt diverse Dateien noch, wie der Cache verwendet wird, was wir für eine QGIS-Version verwenden, also größer 3.0. Wir haben ja 3.22 jetzt. Wie gesagt, im Normalfall bei mir, ich muss hier immer nichts ändern. Ich glaube, er will nur irgendwo noch eine E-Mail-Adresse haben, richtig. Grundsätzlich können die Benutzer auch per E-Mail benachrichtigt, also Nachrichten kriegen. Ich nutze das nicht. Ich habe auf dem Server auch gar keinen E-Mail-Server drauf. Also ich arbeite da komplett ohne die E-Mails. So, dann haben wir hier zur Kartenverwaltung kommen wir gleich. Wir haben hier den Inhalt der Startseite, den könnten wir noch anpassen. Wir können das Layout anpassen, indem wir spezielle Logos hinterlegen, um Header vergeben, da die Farben ändern und so weiter. Wir kriegen Serverinformationen, wobei das mehr Client-Informationen hier sind, vom ListMap direkt. Um die Serverinformationen zu bekommen, bräuchten wir noch ein zusätzliches Plugin, was ich jetzt noch nicht installiert habe. Und wir haben hier schließlich noch Logdateien, die wir einsehen können. Da können wir gucken, welche Projekte denn wie und wann genutzt wurden. Wir gehen jetzt mal in die Kartenverwaltung rein und legen ein Verzeichnis an für unser QGIS-Projekt, was dann da mal rein soll. Müssen wir eine eindeutige ID vergeben, eine Beschriftung und einen lokalen Ordnerpfad. Also lokal heißt aber auf dem Server natürlich. Wir haben das Ganze ja unter var www.lm-foskis installiert. Und darunter gibt es das Verzeichnis listmap install, wo ich eben noch ein Unterverzeichnis Foskis angelegt habe. Das gucken wir uns vielleicht nochmal an, das ist wichtig. Wir sehen hier jetzt den Ordner. Deshalb install
Unter dem gibt es einige Standarddateien und Verzeichnisse. Und hier muss für jeden Projektordner, ja, jeder Projektordner braucht hier ein Verzeichnis. Und unter Projektordner versteht man Folgendes. Alles, was hier, das ist jetzt ein Beispiel von einer WebGIS-Anwendung einer Stadt, alles, was hier in einer Zeile ist, ist ein Verzeichnis. Also hier haben wir zum Beispiel 3 QGIS-Projekte in einem Verzeichnis. Das heißt, hier in unserem Ordner FOSGIS, hier kommt nachher, im Moment ist der leer, hier kommt nachher unser QGIS-Projekt rein. Gut. Diesen Ordner, wie gesagt, für unser Projekt haben wir hier angegeben. Speichern wir. Als nächstes müssen wir jetzt sagen, wer denn dieses Projekt oder diesen Projektordner vielmehr, alle Projekte, die in dem Ordner sind, sehen darf. Wir könnten ja auch noch eigene Themen und selbst JavaScript-Code ergänzen. Das machen wir jetzt nicht. Die Projekte in dem Verzeichnis, die soll erstmal jeder sehen können. Die FOSGIS-Gruppe natürlich auch und die Admins sowieso. Die WMS-Links, die soll dagegen nur die Angemeldeten sehen und editieren sollen auch nur die Benutzer in der Gruppe FOSGIS bzw. die Admins. Layer-Export soll, wenn dann nur der Admin machen. So, das speichern wir. Hier ist jetzt die Zusammenfassung davon. Das heißt, wir haben in unserem Backend im Webbrowser für die LISMAP-Administration eigentlich soweit alles erledigt. Wir können jetzt zu unserem QGIS-Projekt gehen. Wir legen jetzt ein neues Projekt an. Das ist noch Baden-Württemberg. Ich ändere das mal ab im Normal-UTM. Und sage, wir speichern das als normales QGIS-File. Früher war das zwingend notwendig. Ob das immer noch notwendig ist, da bin ich mir nicht sicher. Und nennen das Ganze FOSGIS-Dienstleister. Weil meine Idee ist nämlich, die Dienstleisterliste, die auf der FOSGIS.de Internetseite zu sehen ist, die mal in einer Karte darzustellen. Also die einzelnen Dienstleister ganz simpel durch einen roten Punkt an ihrer jeweiligen Stelle zu markieren. Ah, okay, habe ich nicht gelöscht. Sagen wir ja, den wollen wir überschreiben. Wir wollen wirklich ein neues, leeres Projekt machen. Jetzt lösche ich aber vorsichtshalber doch noch die Konfigurationsdatei. Die ist dann nämlich auch noch da, die alte. Wir wollen es ja wirklich neu machen. In unser QGIS-Projekt ziehe ich mir jetzt ein paar vorbereitete Daten rein. Da arbeite ich gerne mit Layer-Definitionsdateien. Da kann ich vorhandene Layer und auch ganze Layer-Gruppen abspeichern und in anderen Projekten verwenden. Das ist hier, wie gesagt, der Dienstleister-Datenbestand zur Orientierung. Und als Beispiel habe ich noch ein paar Bundesländer und ein paar Hintergrundkarten. So, da sehen wir jetzt schon was. Das speichern wir mal ab. So, als erstes stellen wir jetzt mal in den QGIS-Projekteigenschaften im Reiter QGIS-Server. Sagen wir dem Projekt, dass es überhaupt für den QGIS-Server benutzt werden soll. Dann geben wir hier ein paar Metadaten an. QGIS-Dienstleister. Titel genauso. Wer ist dafür verantwortlich? Okay. Andere spare ich mir jetzt erstmal. Dann haben wir die Möglichkeit, die räumliche Ausdehnung zu begrenzen. Und zwar ist das jetzt die maximale räumliche Ausdehnung, die wir später im WebGIS sehen. Die übernehmen wir jetzt mal von unserem aktuellen QGIS-Bild hier gerade. Ebenso kann man die Koordinatensysteme begrenzen auf die Benutzten in dem System.
Man könnte jetzt noch Layouts ausschließen, Layer ausschließen, also Layouts, Drucklayouts mit gemeint, habe ich jetzt nicht vorbereitet. Das andere überspringe ich jetzt mal aus Zeitgründen. Wir brauchen aber die WFS-Eigenschaften, weil wir wollen Daten auch nachher noch editieren. Das heißt, die aktivieren wir und sagen, die sollen auch geändert werden können. Dann gibt es hier unten noch ein Test, wo geprüft wird, ob die Layernamen gültig sind. Das sieht hier bei uns jetzt gut aus. So, das waren die Einstellungen im Kugels-Projekt. Jetzt brauchen wir das Lismap-Plugin. Das wird normal unter Erweiterungen installiert. Hier ist das natürlich der Fall. Hier ist es in der aktuellen Version 3.7.4. Das wird dann über dieses Symbol dargestellt. Das rufen wir jetzt mal auf. Einen Schluck trinken. Wir haben als erstes eine Informationsseite. Da gibt es hier die Mailinglisten und so weiter, für welche Version wir unser Projekt vorbereiten, also für welche Lismap-Version, das ist die 3.5. Dann wird aufgeführt, welche aktuellen Versionen zur Verfügung stehen, das ist die 3.5.1, die haben wir auch installiert auf den Server. Und die Server-Version, die aktuelle, ist die 3.22, das passt. Und hier kann man die einzelnen URLs eingeben und dann verstehe ich nicht, warum man das nicht anzeigt. Man gibt die URL ein und einen Benutzernamen mit Passwort und dann überprüft er die Version. Jetzt funktioniert es und sagt, okay, da ist die 3.5.1 installiert, Daumen hoch, passt. Im nächsten haben wir grundsätzliche Einstellungen, Karteneinstellungen. Wir könnten das ganze QGIS oder WebGIS-Projekt verstecken. Das macht dann Sinn, wenn man zum Beispiel nur WFS-Dienste über das Projekt bereitstellen will und das gar nicht im Internet selbst als WebGIS-Projekt nutzen möchte. Man kann grundlegende Kartenwerkzeuge aktivieren, also zum Beispiel zum Messen. Drucken haben wir, wie gesagt, ich habe keine Druckvorlage errichtet, aber eine räumliche Suche können wir noch aktivieren. Man gibt die Maßstäbe vor, an denen man arbeiten will. Sagen wir mal, ab 1000 wollen wir. Wichtiger ist hier noch, wir haben ein relativ großes Gebiet. Da wird ihr auch alles sehen. Ja, jetzt können wir hier nochmal einen Ausschnitt wählen, eine räumliche Abgrenzung vornehmen. Jetzt haben wir ja unter den QGIS-Eigenschaften auch schon gemacht. Ich beende deswegen das kurz nochmal und wähle hier mal den Maßstab 1 zu, ich glaube, 5 Millionen war es, genau. Und gehe nochmal rein in die Lismap-Erweiterung und sagt, jetzt soll er die aktuell aus der QGIS-Darstellung übernehmen. Das heißt, damit startet das WebGIS-Projekt in der Darstellung und das, was wir unter Projekteigenschaften definiert haben, das ist der maximale Ausdehnungsrahmen. So, dann haben wir hier unsere Ebenen. Unsere Dienstleister, hier ist ein Alias schon vergeben. Über meine Layer-Definitionsdatei mit einer Beschreibung. Dieser Layer soll ausgewählt, sprich aktiv sein. Wir wollen da auch ein Pop-up haben. Es gibt verschiedene Pop-up-Möglichkeiten. Wir haben das über QGIS definiert und ich habe da auch ein ganz einfaches Drag-and-Drop-Formular zusammengestellt und das soll er bitte schon übernehmen. Macht er auch. So, das war jetzt hier alles. Bei den Bundesländern, die wollen wir nicht standardmäßig aktiviert haben. Da lassen wir den Haken weg, aber ein Pop-up, dann nehmen wir mal das ganz einfache QGIS-Pop-up, um den Unterschied zu sehen. So, dann haben wir noch unsere Hintergrundkarten. Die sollen wirklich als Hintergrundlayer dargestellt werden.
zeige ich gleich, wie sich das auswirkt, und sollen direkt vom Server geholt werden. Das geht schneller. Wenn man es aber zum Beispiel maßstabsabhängig die Darstellung macht, dann muss es über einen Kugelserver laufen, also dann darf der Haken nicht drin sein, weil sonst der Kugelserver gar nicht weiß, dass es die gibt. So, dann haben wir hier genau unsere Hintergrundlayer. OpenStreetMap wollen wir mal als Standard haben. Die Standard hier oben verwende ich nicht, weil die zu ungeraden Maßstäben führen, was ich persönlich jetzt nicht so gut finde. Wir wollen mal eine Suche hinzufügen. Und zwar Suche über die Dienstleister, Firmennamen, Geometrie soll angezeigt werden. Okay. Wir wollen auch eine Attributtabelle haben, auch für die Dienstleister. Primärschlüssel ist die ID aus der Datenbank, die soll aber nicht angezeigt werden. Wir wollen dann die Dienstleister auch editieren können. Und zwar wollen wir neue erstellen, Attribute ändern, Geometrie ändern, löschen. Das Ganze soll aber nur die Gruppe Foskis, also die Benutzer aus der Gruppe Foskis und aus der Gruppe Admins dürfen. Anbietername ist die Datenbank, nämlich Foskis-Datenbank. Wenn das Geometrien wären, die man digitalisieren könnte, könnte man hier noch ein Snapping definieren. So, und als letztes machen wir nochmal so ein Tooltip, wenn man mit der Maus rüberfährt, für die Bundesländer, nur um es zu zeigen, dass es funktioniert oder dass es auch gehen würde. Da wollen wir auch die Geometrien sehen, weiß ich, in grün. So, jetzt sind wir mit unserem Pugis-Projekt fertig. Zeit ist auch gleich fertig. Speichern das Ganze. Nehmen jetzt einen FTP-Client. Das ist das Home-Verzeichnis, da wollen wir nicht hin. Unser Verzeichnis ist sehr wahr. Eigentlich sollte er sich das merken. Install. Hier haben wir das Foskis-Verzeichnis angelegt und da sollen unsere Projekte rein und wir brauchen unser Kugis-Projekt-File. Dann die Konfigurationsdatei, die Listmap-Erweiterung automatisch erstellt und noch ein kleines Vorschaubildchen, was ich schon erstellt habe, das übertragen war. Und dann sollte, wenn wir uns hier mal abmelden, hier schon unser Projekt zu sehen sein. Ganz kurz noch. Weil jetzt hier ein Anklicken, kriegen wir hier eine entsprechende Information, inklusive Internetseite, wenn man das will. Hier drüber haben wir unsere Suche definiert. Also wenn man wissen will, wo die Wehrgruppe sitzt. Okay. Wir melden uns jetzt mal an mit unserem Foskis-Benutzer, den wir angelegt haben. Und wenn wir dann auf ein Feld klicken, dann haben wir hier oben auch noch die Editiermöglichkeit. Wir könnten jetzt hier Daten abändern. Oder aber, ich glaube, ich selbst bin noch gar nicht in der Liste drin. Doch, ich bin drin, aber dann kann ich mich auch rauslöschen. So kann ich also auch Daten löschen oder ergänzen. Zum Schluss hatten wir noch diesen Tooltip, Hinweistext heißt er hier, über unsere Bundesländer. Da müssen wir die nur aktivieren. Sowas funktioniert halt auch. Und das waren die Grundlayer, die man ändern kann. Also ich könnte jetzt hier statt OpenStreetMap auch die TopFuse Open in einer grauen Darstellung nehmen und das dann in der Art darstellen. Ja, das war's in Schnelldurchgang, Installation und Anwendung vom Listmap Client.
Ich wäre mit diesem ersten Teil fertig. Ja, Günter Wagner, vielen Dank.